So. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder bei 48. Und jetzt kann ich nachschauen, ob ich die Performer-Tasche schon habe. Ich glaube, die hat 50 gekostet. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber sehen wir gleich. Also, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall schon einiges gekauft. Ah, hier ist wieder eine Karte. Cap Claw. Das ist nur ein Artefakt, das kann ich mir noch nicht leisten. Und die Karte vom Crossover Palace könnte ich mir auch schon kaufen. Und vom Drachenfels könnte ich mir auch schon kaufen. Und warum sind die nicht im anderen Raum? Aquaquell. Hm, wir kaufen jetzt auf jeden Fall erstmal Tricky's Ball. You pay this much. Ah, nein, das sag's auch nur du. Für zwei weniger macht er das. Das ist voll freundlich. Ich fühle mich echt geehrt. Ja, stimmt. Der hat eine Überraschung für mich, der Tricky, wenn wir lang genug damit spielen. Und der Zoomatic. Möchte ich den haben? Eigentlich brauche ich den gar nicht. Aber egal. Wir kaufen alles. Haben wir noch Geld? Ja, wir kaufen uns jetzt auch noch ein paar Karten. Da ist alles weg. Wir haben alles gekauft. Fox-Zoomatic. Sleepy warf ihn für dich ab. Doch der Bazaarhüter, diese falsche Schlange, fand ihn und verkauft ihn jetzt. Toll. Genau. Dann können wir ein bisschen zoomen hier. So, wuiip, wuiip. Hat irgendwas mit Cape Claw gesagt. Ja, ich möchte die Karte von Cape Claw jetzt. You pay this much. Okay, danke. I'll sell it to you. Das ist toll. Der macht super Geschäfte mit mir. Und die vom Crossover Palace kaufen wir doch, aber dann reicht's jetzt erstmal. Und schon wieder arm. Na gut, aber für mehr brauchen wir einfach kein Geld. Nur hier, um den Bazaar zu, leer zu kaufen. Denke ich. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Okay. Sehr schön. Ja, wir haben voll viel gespart, würde ich sagen. Okay. Danke, 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 danke. Okay, auf Wiedersehen. Die anderen Karten kaufe ich wann anders. Ich muss ja eh hier nochmal runter wegen dem Snowhorn-Artefakt. Auf Wiedersehen. Danke für die Geschäfte. Von seinem Bazaar verkauft er natürlich keine Karte. Da wäre er natürlich schlau. Das müsste er eigentlich auch noch machen. So. Where are we going? Ich sag dir, wo wir hingehen. Wir gehen zu meinem Schiff und wir fliegen jetzt erstmal weg. Let's fly. Oh, sie reichen. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, sie reichen nicht. Ja. Schwarze Esmir. Hier ist sie. Ja. Das ist hier wirklich kein schöner Ort. Die Tochter hieß, glaube ich, Belinda. Ja. Wir finden den Anstand. Okay. Tricky ist übrigens auch mit in dem Schiff. Irgendwo. Im Bauch, glaube ich. Nur weiter so. Ich habe einen abgeschossen. Yeah. Oh Gott, Hilfe, aua, das muss mir getan haben. Oh cool, wir haben eine Bombe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ihn das denn. Oh no, I missed the gold ring. Das ist nur gut. Das wäre jetzt natürlich peinlich, wenn wir alle drei verpassen würden. Aber es gibt, glaube ich, auch hier mehr wie drei. Ja, da vorne sind sie ja schon die letzten zwei. Okay, we did it. Juhu, das Kraftfeld wird durch Goldringe bestimmt. Warum auch immer. Did it trap the fox? Ich bin natürlich zu blöd. Ganz schnell den Knopf drücken. Dann schießen wir schneller. Weil so schießt er immer nur so bum, 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 bum. Das macht nichts, wenn ich einen Goldring verpasst habe. Wir haben es eh schon geschafft. Juhu. Force-Field is home! Slippy out! Juhu, 695, ich bin so gut. Pah!
Ich mag die Abschnitte eh nicht. Die sind hier in dem Spiel nicht besonders gut gemacht, finde ich, deswegen. Ich laufe lieber so rum und klopfe so die Leute und ja, finde ich besser. Okay. Ha, gut, dass wir die Karte haben, das ist sehr schön. Wir kommen beim schlimmsten Abschnitt des ganzen Spiels, muss ich sagen. Ich finde, die Schwarzeismine ist ein sehr, sehr bedrückender Ort. Aber das werdet ihr gleich selber mitbekommen. Ich sag mal so, es gibt schönere Orte, wo man sein kann. Ups. Ich muss mich konzentrieren, dass ich nicht hier runterfliege. Das geht in dem Spiel nämlich ziemlich einfach. What the fuck? Hallo. Dass sie hier eigentlich auch noch ihre eigene Ozonschicht haben, dass da noch Sauerstoff bleibt und die alle überleben können. Fällt mir gerade so auf. Hallo. Wer bist du? General Scales brachte den Anstein in die Minen. Okay. Das ist sehr freundlich von dir. Oh, wir können hier buddeln. Wo ist Feind? Feind. Haben die sich selber eingesperrt, die Idioten? Ich glaube schon. Aber gut, hier ist wenigstens ein schönes warmes Feuer. Frieren wir nicht. In der Hütte. Ein paar Flitzpilze sind hier auch noch, die kann ich gleich mitnehmen. Vorrat ist immer gut. Ja, haben wir gerade irgendwas? Ah, ein Tor ist aufgegangen. Cool. Ui, was ist das denn? Hä? Daran erinnere ich mich nicht mehr. Was ist das? Ein Schlüssel. Ein Schellenschlüssel. Öffne damit die Fußfessel der Snowhorn. Oh, das war jetzt reiner Zufall. Cool. Das machen wir doch, würde ich jetzt sagen. Wait for me, ich stehe direkt vor dir. Durchs Feuer sollte man übrigens nicht laufen, das tut weh. Aber ich glaube, in dem Snowhorn-Dorf hier gibt es die schönste Musik bei Nacht. Aber nur bei Nacht. Hast du eine Schelle? Nein, du hast keine Schelle. Das Lied müsste jetzt gleich kommen, oder? Ja, da ist es. Ich liebe dieses Lied. Was zur Hölle? Was kratzt du dich am Arsch? Könntest du mich bitte befreien? Ja, kann ich machen. Ich hab den Schlüssel. Und da hinten läuft der Sharpclaw. Thank you for releasing me. If you're heading down into the mine, then please look out for Belina Tay, the gatekeeper's daughter. She didn't mean to get us into this mess by telling Scales about the spellstone. She did what she thought was right. Please help her. Okay, lady. I'll keep a lookout for her. This might be of use to you. I found it while I was working. It looked important, so I hid it from the sharp claws. Okay. Sieht aus wie ein Zahnrad. Ein Brückenzahnrad. Ja, wenn du Maschine... Ja. Ich verstehe. Oh, dieses Lied ist so toll. Ich habe wieder Gänsehaut. Hört es euch mal an. Ja, du bist wieder müde, ist schon okay. Ihr habt aber nicht besonders viele Wachen hier draußen. Was ist, wenn die Wachen euch hier außen eigentlich mal ausgehen? Ihr habt doch bestimmt kein... Doch, die haben so ein Flugschiff gehabt, verdammt. Kann man da noch in ein anderes Haus gehen? Oh ja, hier könnte man reingehen, aber ich kann es doch nicht. Because mir ist fehling a Fähigkeit. Und da kann man nicht rein.
gut. Tricky muss nämlich noch was lernen, bevor es hier weitergeht. Bringst du ihm das bei? Hallo. Gelang in die Mine, aber hüte dich vor dem Galdon. Wer ist denn der Galdon? War das nicht das Schiff? Oder ist das der Gegner? Hier geht's auf jeden Fall runter. What? Oh Gott. Das war eigentlich nicht geplant, aber okay. Ah, Zahnrad. Haben wir. Einsetzen. Schalter betätigen. Ja. Speedrun Tactics. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Raus. Das ist kalt, das tut weh. Schießt mich nicht ab, schießt mich nicht ab, schießt mich nicht ab. Nee. Okay. Gut, die hatten jetzt zwar nicht so... Schon wieder so ein kleiner Wurm. Cool. Wie kommt man dahinter? Mit Springen wahrscheinlich. Oh Gott, und auch noch so ein ausgewachsener. Die sind echt überall. Gibt's hier wieder Geld? Ich glaub nicht. Oh mein Gott, wer liegt denn da? Kannst du mal aufhören, auf den Augen zu kloppen? Was soll die Scheiße? Der liegt doch schon tot da. Der atmet doch nicht mal mehr. Siehst du das? Der braucht bestimmt... Ja, der braucht bestimmt irgendwas zu essen noch, oder? I am forever in your debt. I see your little friend has yet to learn his flame command. Ah, ja, ja, ja. Bitte, bitte bring's mir bei. Go on, youngster. Give it a go. Und plötzlich kann er Feuer spucken. Total bescheuert, oder? Yay. If I wasn't so exhausted, I could help you through the main gates. I need some food. You need some food. Ich hab's mir fast gedacht. Egal, das besorgen wir dir. Jetzt können wir das Flammenkommando. Jetzt kommen wir vorne durch das Gate. Aber erst müssen wir die Scheißschlange kaputt machen. Jetzt könnte uns Tricky theoretisch im Kampf helfen. Also er könnte, wenn er möchte. Was er nicht oft möchte, weil er immer Angst hat. Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen, du blödes Ding. Und auch nicht gegen dich. So, wo ist es? Wo ist Flame? Hier. Sehr gut. Ich bin dran vorbeigelaufen. Hier. Flame! Sehr gut. Oh Gott, er hat mich angezündet, du Schwein! Au! Das musst du auch anzünden, bitte. Aber ich glaube, dann geht hier ein Geheimtor auf. Warum kriegen wir hier eine Cutscene? Einfach so. Oh nein! Oh nein! Nicht einbrechen! Nicht hinein! Achso. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte, wir stürzen runter. Gut. Von hier kamen wir rein, ne? Ja. Ist hier unten irgendwas? Oh, hier ist ein Weg. Hallo, du blöde Echse. Bleib mir bloß fern. Tricky, kannst du nochmal flamen? Danach kriegst du auch was zu essen von mir. Wozu brauche ich das Ding? Hast du gemacht? Cool. Pilze für dich. Ja. Sonst kann er nichts mehr machen. I'm stuck. Ist gut. Ist gut, dass wir so viele Pilze haben, auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, was ist hier? Muddel. Oh, eine Pflanze. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht schlagen. Dass du schneller buddelst. Das ist auf jeden Fall gut. Aber wozu? Ach so, ich verstehe, dass wir wieder rauskommen.
schiebt sich nicht von allein. Natürlich schiebt sich das nicht bergab von alleine. Wer hätte das gedacht? Ah, der braucht doch bestimmt mehr wie eine Rübe. Wie sind bloß die Flitzpilze? Okay. Ich frage mich jedes Mal, wie Tricky da hier hochkommt. Das ist. Der kann gar nicht so hoch springen oder klettern. Vielleicht kann der fliegen und ich weiß es gar nicht. Tricky! Machst du bitte? Flame! Wow. Das habe ich jetzt bloß gemacht. Naja, okay. Egal, es war eine Verschwendung. Ein Bad Guy? Hast du gut erkannt. Hier sind viele Bad Guys. Ha! I punch you in the face. Wie er abhaut. Schweinhund. Hallo, ich habe eine Rübe für dich. Ich sag dir, die reicht bestimmt nicht. Ja, ich wusste es. But I need more. I need more. Wow. Der Mond, auch sehr schön. Den könnten wir uns jetzt mit dem Zoomi schöner anschauen hier. Ein Vollmond. Das hast du jetzt cool gesagt. Einfach so. Okay, cool. Wozu? Wozu? Ist das hier? Nur für die Flitzpilze? Egal, komm mit. Ah. Tricky. Flame. Und ich sehe, da drüben ist bestimmt auch eine Runzelrüge. Und ich renne nicht wieder in dein Feuer, dass du mich anzündest. Das ist einer meiner Lieblingslieder von Videospielen. Wo geht's hier runter? Da geht's ein Abgrund runter, da möchte ich nicht runter, oder? Will ich da runterfallen? Nein, da möchten wir nicht runterfallen. Okay, wir gehen wieder hoch. Oh Gott, geh weg. Oh Gott, geh weg. Das heißt, das war totaler Schwachsinn, dass ich hier runtergegangen bin. Aber egal, man muss ja alles auch mal hier erforschen. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Hallo Mister, ich habe eine Runzelrübe für Sie. Aber bevor ich dir die gebe, möchte ich noch was gucken. Ist hier vorne noch... Ach so, da ist das Tor. Okay. Dann kriegst du deine Runzelrübe. Aha! Oh, I feel much better now. Back. Let's smash those gates. Okay. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Du musst schon hoch, Fox. Fox! Let's go! Wer wollte das denn nicht schon mal? Ein Mammut rammen. Reiten. Rammen, weil ich da um Rammattacke gelesen habe. Attacke! Wow!
um. Aha. Ah, damit habt ihr nicht gerechnet, ha? Dass wir rebellieren. Denkt er sich gerade, was esse ich zum Mittag? Oder er hat Hunger? Oder warum haut er ab? Der müsste doch gleich auf mich schießen, oder nicht? Moment, muss ich hier irgendwas kaputt machen? Ich sehe es nicht. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als könnte das Mammut hier noch irgendwas machen. Jetzt ohne Scheiß, ich glaube, es kann wirklich hier nichts mehr machen. Ach, deswegen kann ich mich auch hier wieder hinstellen, ich verstehe. Dankeschön, sehr lieb von dir. Und jetzt kommt, ja, jetzt schießt er auch. Ich habe schon drauf gewartet. Du musst hier hinschießen. Na komm. Na komm. Trau dich. Das schafft er nicht, ne? Jetzt? Er möchte nicht. Da müssen wir da eben hoch. Moment. Wie kommen wir da hoch? Tricky? Flame. Leben. Das ist das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall brauche. Oh Gott, nein! Ah! Gott! Wieso? Dumm. Jedes Mal renne ich rein. Sieht so aus, als bräuchten wir hier wieder ein Zahnrad, oder? Oh nein, ich kann hier hoch. Ach so, ich merke gerade, ich habe mir gar nichts auf meine Schnelltaste gelegt. Nein! Geh weg. Ich will das nochmal machen. Nein! Fox, what are you doing? Please. Da, er sagt's aber. Ah, come on! Ach, du bist so tricky, hat Hunger. Deswegen. Tricky. Da. So, und jetzt beschwer dich bitte nicht mehr. Dankeschön. So, das schaffen wir jetzt. Spring, 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 halt dich fest. Und jetzt bleiben wir hier mal stehen. Schießt der? Ach so, das muss ich abschießen, denn ich verstehe. Aha. Erstmal Leben schnappen. Dann greifen wir den Schabko an. Und dann steuern wir die Kanone. Oh. Was geht denn jetzt ab? 1, 2, 3, 4, 5. Du hast mich nicht gesehen. Hallo, wink mal, Fox. Winken, du musst winken. Okay. Du bedienst jetzt die Schadklo-Kanone. Zieh mit. Ja. Das kostet mich Stabmagie. Ist ja nicht so. Oh Gott. What the fuck? Oh Gott, ich habe viel zu weit geschossen, oder? Ja, ich habe unseren liebenswerten Mammut-Kumpel getroffen. Und? Yay!
war wieder zu weit. Jetzt aber. Gott, es laggt hier total. Verzeiht mir, dass es hier so laggt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ey! Damn legs. Einfach Dauer beschießen. Irgendeinen erwische ich schon. Ah, ich habe alle 5 erwischt. Cool. Okay. So, dann holen wir jetzt erstmal wieder Stabmagie. Und dann springen wir hier runter. Fast. Wie, ich kann hier nicht runterspringen. Ist hier außenrum? Nackt. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal. Und da bekomme ich jetzt wieder so ein Zahnrad, oder? Yay! Schon mein Zahnrad bekommen. Ein Brückenzahnrad. Yay! Genau sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Wie er schnell. So krass. Legt er sich einfach hin und pennt? Lassen wir ihn weiter schlafen. Oh, hier drin ist auch noch was. Auch ein Zahnrad. Ja, noch ein Zahnrad. Yay! Baba, da, da, da. Oh. Ich weiß, wo wir sind. An einer guten Stelle auf jeden Fall. Da brauchen wir dieses Snowhorn Ding, dass wir den anderen nochmal rufen können, das andere Mammut, damit er uns durch den Schneesturm führt. Und hier ist noch ein Zahnrad, oder? Ja, bestimmt ist hier noch ein Zahnrad. Sehr gut. Zahnräder setzen wir aber das nächste Mal ein. Ja, 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 ja. Also, auf zum Zahnrad! You don't understand.